Resident Evil 6. Was mache ich jetzt? Ziehen Sie es raus. Nein, du würdest verbluten. Bitte. Auf deine Verantwortung. Erklär mir, was da gerade passiert ist. Lange Geschichte. Ja, vielleicht sollte man lieber dein Blut auf Antikörper testen. Das haben sie schon. Öfter, als ich ertragen konnte. Was machst du da? Die Daten sind weg. Welche Daten? Ihre Daten. Ihre Daten, die Blut- und Genomanalyse. Alles, was wir zur Herstellung eines Impfstoffs brauchen. Nein, alles, was ich brauche, um meine 50 Millionen zu kriegen. Na gut. Also los, Supergirl. Fangen wir an zu suchen. Ich hatte alle ihre Daten auf meinen Speicherchips. Wir müssen sie finden. Mit dem Schneesturm? Okay, erst finden wir die Daten, dann suchen wir dort Zuflucht. Diese Daten, die du suchst, geht es um mich, oder? Es gibt 3 Speicherchips. Ich habe sie beim Absturz verloren. Das Ortungsgerät zeigt uns an, wo sie sind. Finden die Dinger. Dann mache ich uns einen schönen Essen. Das sind Javo und sie stecken in einem Kokon. Wenn sie schlüpfen, das ist kein schöner Anblick. Thank you.
Da ist einer. Jetzt fehlen uns noch zwei.
ist noch einer. Das wären dann alle Speicherchips. Wir können los. Endlich. Ich will in diese Hütte, bevor ich zum Schneemann werde. Hilfe, der Treffpunkt kann nicht mehr weit sein. Oh, warte! Schon immer so? Das mit dem Heilen? Mein Vater war Wissenschaftler. Er arbeitete an BOWs, als der Unfall geschah. Zum Glück wurde ich noch rechtzeitig mit dem Impfstoff behandelt. Aber der Virus reagierte und passte sich wohl an. Seitdem ist er ein Teil von mir. Was wurde aus deinem Vater? Seine Arbeit war sein Tod. Als er dann starb, war sein Körper so stark mutiert, er war kaum zu erkennen. Tut mir leid, ich wollte dir nicht... Schon okay. Außerdem hat es ja auch zu etwas Gutem geführt. Ja, du hast Superkräfte. Das meinte ich nicht. Die Leute, die mich gerettet haben, Leon und Claire, sind die besten Freunde, die ich je hatte. Claire ist die Schwester dieses BSAA-Typen, ne? Sie riskierten ihr Leben für mich in Raccoon City. Ich versuche wohl immer noch so zu werden wie sie. Und gebe nie auf. Egal wie schlecht es steht. Apropos schlechte Chance. Unerwünschten Besuch. Aber ohne Einladung geht gar nichts. Thank you.
Ich sagte ja... Schneller, sonst werden wir begraben! Sind Sie okay? Mach dir keine Sorgen, bin gebaut wie ein Panzer. Schön, werde ich nicht. Gehen wir. Wow, tolle Akustik. Pass auf den Weg auf. Ich frage mich, wie tief die Mine wohl ist.
Okay. Bitte? Wow, der Typ geht echt richtig ab. Seine Größe ist ja wirklich schlimm. Halt! Okay. Geht nicht. Geht nicht. Halt! Geht nicht. Zurück! Nein. Was
Ohne den Schlüssel kommen wir nirgendwo hin. Dann holen wir ihn uns. Mir nach. Du das Mist, Karl. Ruhe, er wird sie hören. Ich weiß.
Also, wir haben es geschafft. Aber gerade so. Ist das der Ausgang? Ja, und wenn wir draußen sind, lasse ich uns abholen. Mein Team müsste in der Nähe sein. Wurde auch Zeit. Frau mit den Drogen, was machst du hier? Du bist also Wesker Junior. Wesker? Wovon redest du? Albert Wesker war ein Wahnsinniger. Ein Narr, der die Welt zerstören wollte. Er war außerdem dein Vater. Was? Was dich zum Erben einer sehr speziellen Blutgruppe macht.